Ja, vielleicht habt ihr es mitbekommen. Tesla verbaut neue Akku-Packs in seine China Model 3s, sogenannte LFP-Akku-Packs. Und die sind in den neuen Model 3 Standard Range Plus aus China enthalten. Und die sorgen gerade bei vielen Käufern in Deutschland für ganz schön Ärger. Und der Grund liegt darin, dass sie total langsam laden, teilweise sogar extrem langsame Ladezeiten an Schnellladern haben. Zum Beispiel jetzt im Winter ist es besonders extrem. Und statt den 120 kW oder 130, die man mit so diesem bisherigen Standard Range Plus gewohnt war, da sind jetzt irgendwie manchmal nur noch 30 kW oder höchstens mal vielleicht so 100 kurzzeitig drin. Und so ein Akku von 20 auf 80% hochzuladen, das dauert dann irgendwie sogar 10 Minuten länger als normalerweise. So, außerdem gibt es Ladeabbrüche und auch zu niedrig angezeigte Reichweiten. Das ist ganz schön ärgerlich. Aber LFP, wofür steht das überhaupt? LFP bezieht sich auf die Akkuchemie und das steht für Lithium-Eisenphosphat. Und ja, warum hat Tesla jetzt überhaupt solche Akkus in das Standard Range Plus gebaut? In diesem Video erkläre ich euch das mal und vor allem bekommt ihr hier ein paar Antworten, wie es denn jetzt mit diesem ganzen Schlamassel weitergeht. So viel vorweg, es gibt Hoffnung. Ich bin Jens von Move Electric, schön, dass ihr dabei seid. Ja, jetzt ist ja Winter und die Ladeleistung geht da sowieso logischerweise zurück, vor allem wenn der Akku keine optimale Arbeitstemperatur hat. Aber irgendwie so drastisch, wie das jetzt einige Besitzer mit diesen LFP-Akkus berichten, da ist es ja schon sowas wie eine Katastrophe. Die Berichte schlagen eben nicht nur innerhalb der Tesla-Gemeinde hohe Wellen, da gibt es ja auch diverse Videos hier auf YouTube, sondern auch außerhalb. Da kommt es jetzt zu sowas wie Häme und die LFP-Akkuchemie von Kattel, die wird ja quasi verteufelt oder sogar ausgelacht. Und Tesla hat ja bisher mit die besten Akkus verbaut, die man so in Elektroautos bekommt. Die haben eine hohe Leistungsdichte, hohe Kapazitäten, lange Lebensdauer und eben auch besonders hohe Ladeleistung. Warum haben die jetzt also diesen Schwenk gemacht beim Model 3 Make in China? Da spielt zum Beispiel auch die Rohstoffproblematik eine Rolle, vor allem eben auch beim Kobalt, denn LFP-Akkus enthalten null Kobalt mehr und das alleine ist ja schon eine ziemlich gute Nachricht und eben auch eine Verbesserung für die Nachhaltigkeit. Die sind ja sogar dadurch sogar deutlich günstiger in der Herstellung und bleiben aber dabei genauso langlebig wie die bisherigen Akkus und können auch sehr hohe Ladeleistungen vertragen, eigentlich. Ja, es gibt auch ein paar Nachteile. Sie haben eben eine kleinere Leistungsdichte und natürlich sind sie deshalb bei gleicher Kapazität schwerer und haben auch ein größeres Volumen. Und deswegen wurden die auch nur unter das Standard Range Plus verbaut, weil mit dem normalen Long Range, mit dem 82 Kilowattstunden großen Akku, da wäre so ein LFP-Akku einfach zu groß und zu schwer. So, jetzt hat Tesla also solche Akkus in China in das günstigere Model 3 eingebaut. Und kaum sind die in Europa, da gibt es jetzt massive Probleme. Was ist da also plötzlich los? Es gibt dafür eigentlich nur ein paar Erklärungen oder Mutmaßungen. Also so richtig konkret weiß das keiner. Eine der häufigsten Lösungsvorschläge war bis jetzt, die Akkus müssen erstmal kalibriert werden. Und Ofe von T&T E-Mobility hat dazu ein super Video gemacht und das verlinke ich euch mal. Da erklärt er, was da zu tun ist. Und ganz oft hilft das auch. Aber so richtig flutschen will es trotzdem noch nicht mit den neuen Akkus. Das geht auch so weit, dass viele Leute, die jetzt noch ein Model 3 aus China erwarten, total verunsichert sind. Und natürlich eine offizielle Stellungnahme von Tesla, was da genau los ist und woran das liegt und ob und wenn ja, wann das Problem gelöst wird, das gibt es bis jetzt nicht. Aber immerhin kann ich euch hier sowas wie ein Update dazu geben, denn alles, was ich euch jetzt erzähle, das könnt ihr auch als Tesla-Besitzer im Tesla-Freunde-Forum im Owners-Bereich nachlesen. Aber da muss man eben registriert sein und sich einloggen. Und das ist natürlich nicht jeder, der meine Videos schaut. Und ein Tesla-Insider berichtet nämlich dort über das, was bei Tesla gerade so im Hintergrund abläuft bzw. abgelaufen ist. Und ich habe mit dem Autor gesprochen und der hat mir erlaubt, diese Informationen hier im Video zu verpacken. So, also hätte man bei Tesla diese Info selber kommuniziert, dann wären natürlich zum einen die wilden Spekulationen irgendwie ausgeblieben und zum zweiten hätten die das Vertrauen der Kunden nicht aufs Spiel gesetzt. Aber ihr wisst ja, Tesla und Informationspolitik, das sind irgendwie ja, zwei Paar Schuhe, die haben da eine ganz komische Herangehensweise manchmal. Ja, also als erstes kann ich auf was hinweisen, was man vielleicht nicht so glaubt, aber Tesla kennt das Problem und arbeitet tatsächlich mit Hochdruck dran, es zu lösen. Also da darf man schon mal beruhigt sein und ihr könnt euch Hoffnung machen. Aber
Wenn ihr natürlich selber von dem Problem betroffen seid, dann denkt ihr euch irgendwie trotzdem, wie kann Tesla nur so ein unfertiges Produkt auf den Markt bringen? Und die müssen das doch vorher gemerkt haben. Testen die das denn nicht? Und da fühlt ihr euch als Versuchskaninchen, die so eine neue Batteriechemie für Tesla testen müssen, so ein Beta-Test. Das ist ja völlig klar. Und ich kann auf der einen Seite sagen, ja, gebe ich euch völlig recht, aber auf der anderen Seite auch nein, zumindest dann nicht, wenn man unlautere Absichten bei Tesla da unterstellt. Das haben die natürlich nicht. Denn es ist ja so, also Tesla wächst ja extrem rasant und die machen wahnsinnig viele Fortschritte bei diversen Entwicklungen, auch in der Akkutechnologie. Und die sind natürlich nur möglich, weil die, sobald irgendwas neu entwickelt wurde, das ganz früh als Pionier unter die Massen werfen. Und danach dann mit Hilfe von anonymen Kundendaten, dann beschleunigen die dann die Weiterentwicklung. Aber fertig ist das Produkt meistens noch nicht am Anfang. Und sowas kennt ihr vielleicht noch von früher. Mit Windows war es ja manchmal genauso, dass man das Gefühl hatte bei einem Update, dass man irgendwie nur ein Beta-Tester war, weil die Hälfte irgendwie nicht richtig klappte. Aber aus diesem Grund, da kann man eben nur das machen, was momentan passiert. Denn wenn man es nicht so machen würde, dann hätte die Entwicklung so eines kobaltfreien Akkus nur noch sich weiter verzögert und die Vorteile dieser LFP-Technologie, die es ja durchaus gibt, die wären erst Jahre später beim Kunden angekommen. Und da ist auch ein gutes Beispiel die Gigafactory in Berlin. Das ist auch so ein Beispiel für die Vorgehensweise von Tesla bei solchen Projekten. Die ist nämlich schon fast fertig, obwohl es noch nicht mal eine Baugenehmigung gibt. Wäre jetzt ein deutscher Autohersteller dieses Risiko eingegangen? Ganz bestimmt nicht. Ja, und so manch einer von euch, der hat vielleicht den Eindruck, dass Tesla hergegangen ist und einfach blind bei Kattel ein Batteriepack gekauft hat und das hat es dann in die Fahrzeuge verbaut. Und dann schauen sie mal, wie es so geht, weil es ja günstiger. Das ist natürlich nicht so. Tesla ist sich auch bewusst, dass solch ein PR-Desaster extrem negative Folgen haben kann. Und in Fremont hatte man vorher eigentlich schon Dutzende China Standard Range Plus im Dauereinsatz und hat die auf Herz und Nieren getestet. Ja, natürlich in Kalifornien, unter kalifornischen Bedingungen. Und da war alles im grünen Bereich, keine Anhaltspunkte für irgendwelche Probleme. Dann begann man also diese LFP-Autos in China auszurollen und da gab es auch noch keine Auffälligkeiten. So, jetzt ist es aber so, dass Tesla zum Beispiel neue Technologien oder Bauteile oft irgendwie, sagen wir mal, in so einer gedrosselten Version auf den Markt bringt, damit da möglichst nichts schief geht und man mit den gesammelten Daten dann irgendwann sicher ist, dass das Ganze irgendwie auch verbessert und an die Grenzen des Möglichen gehoben werden kann. Und das war zum Beispiel auch bei den älteren Model 3 der Fall. Zum Beispiel war die Ladeleistung beim US Standard Range Plus am Anfang auch nicht zu vergleichen mit dem, was wir heute haben. Das wurde erst über ein Software-Update später nach und nach freigeschaltet. So, das war bei den China Model 3 natürlich genauso und das kann man da 1:1 übertragen. Also wenn alles nach Plan gelaufen wäre, aber das ist es eben nicht, dann wäre das Einzige, was man festgestellt hätte als Käufer, dass bei dem China Model 3 die Ladeleistung auf maximal 90 kW beschränkt war. Eben mehr war noch nicht freigeschaltet von Tesla. Und tatsächlich ist dieser Wert sogar inzwischen angehoben worden. Diese vorhin erwähnte Kalibrierung, die wäre dann natürlich auch hilfreich gewesen, aber eben nicht zwingend notwendig, damit man überhaupt ein Auto hat, was man vernünftig benutzen kann. Also, woran liegt es jetzt überhaupt, dass solche Probleme dann auftreten? Kurz gesagt, es liegt hauptsächlich an der Software. Die Software, mit der die LFPs in China auf den Markt gekommen waren, das war eine 2020 36er Version. Und mit der gab es überhaupt keine Probleme. Aber als es dann nach Europa ging, wurde die 2020 48er Version ausgerollt und damit begann dann das Desaster. Sogar in China war es dann so, dass als diese Version dort aktiv wurde, da hatten die Chinesen plötzlich auch Probleme. Und bei Tesla ist man irgendwie aus allen Wolken gefallen, sagt zumindest der Insider, und begann dann mit Hilfe der von mir erwähnten Tesla-Testflotte diese Probleme einzugrenzen. Das hat man inzwischen sogar erfolgreich geschafft. Aber warum hat das jetzt so lange gedauert? Ihr müsst euch vorstellen, diese Ingenieure dort bekommen also die Fehlermeldung, dass die Laderate irgendwie niedriger ist, als man das erwarten würde. Ja, wovon hängt also Laderate stark ab? Von der Zelltemperatur. Es macht sich also die Vermutung breit, dass man hier im Winter bei diesen tiefen Temperaturen, dass man da die Ursache hat. Mittlerweile weiß man, dass es aber eben nicht so ist, dass die Kälte der einzige Faktor ist, der das verursacht. Man ist nämlich beigegangen und hat die Akkuheizung mal testweise um 10 Grad höher gedreht.
Das hätte eigentlich einen deutlichen messbaren Unterschied in der Ladeperformance bringen müssen. Hat es aber nicht. Man konnte fast keinen Unterschied feststellen. Und dann ist man nach dem Ausschlussverfahren hingegangen, um das Problem einzugrenzen. Und da hat man sozusagen dann irgendwann die Software gefunden, also vor allem dann eben diese 2020-48er Version, die das Problem verursacht hat. Und das war dann genau die Version, mit dem die EU-Importe damals ausgerollt wurden. Also mit anderen Worten, die 48er Version der Software bewirkt, dass ungewollte Verhaltensweisen im Batteriemanagementsystem stattfinden. Und das sind sogar mehrere auf einmal. Ist also kein Hardware-Defekt. Das ist doch schon mal ziemlich beruhigend. Die Software lässt sich, durch die Software lässt sich eben nicht nur die zu niedrige Laderate erklären, sondern auch diese Battery Drops oder das vorzeitig beendete Laden oder diese ganzen Merkwürdigkeiten, die ihr als Model 3 aus China-Besitzer so täglich erfahrt. So, jetzt mal zum Positiven. Wie ich schon erwähnt habe, arbeitet Tesla unter Hochdruck an der Lösung. Und laut diesem Insider kann es passieren, dass es quasi jeden Moment ein Update gibt, das die Probleme zumindest schon mal teilweise behebt. Und ich hoffe, dass ihr als China Model 3 Besitzer jetzt vielleicht ein bisschen besser schlafen könnt. Und wo die Reise mit den Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus noch hingehen soll, das hat der Tesla Insider auch verraten. Zum Beispiel wird die Laderate schrittweise noch weiter angehoben. Teilweise ist das jetzt ja schon geschehen. Aktuell steht der Wert, glaube ich, so auf 130 kW. Allerdings passiert das nicht durch Software-Updates, sondern durch Setzen von Flags. Flags sind so Variablen bzw. Parameter, die im Source-Code bereits vorhanden sind, aber diese Parameter können ohne Software-Update gesetzt werden. Das geht einfach über eine LTE-Verbindung. Die kann man sozusagen, da kann man Werte einspielen. Und durch diese Flags, da werden zum Beispiel auch das Verhalten des Autopiloten oder der Regensensor angepasst. Teilweise habt ihr es ja vielleicht schon mal selber erlebt, dass irgendwie morgens der Autopilot hin und her schlingert und abends läuft er wieder wie auf Schienen. Oder der Scheibenwischer geht mal tagsüber viel zu früh an und dann abends funktioniert es wieder super. Und das ist dann genau sowas, dass die mit den Flags versuchen, diese perfekte Balance bei der Empfindlichkeit und anderen Parametern irgendwie zu suchen, damit diese Sensoren und das Verhalten irgendwann diesen Sweet Spot perfekt abbildet. Und das passiert alles komplett ohne Update. Und dieses nächste Flag für die Laderate, das soll im Sommer oder Frühjahr, frühestens aber wahrscheinlich im Sommer gesetzt werden und eine Ladeleistung von bis zu 170 kW bringen, auch bei LFP-Akkus. Und im Herbst oder Winter diesen Jahres soll dann für alle Model 3, die ab September 2020 gebaut wurden, eine Spitzenleistung, also Standard Range Plus, von bis zu 190 kW erreicht werden. Ja, und warum kann Tesla jetzt die Software nicht einfach auf 2020-36 zurückrollen? Mit der lief doch alles glatt. So einfach ist das wohl nicht, denn dafür gibt es ja auch verschiedene Gründe. Zum Beispiel so ein Downgrade der Software, das kann man nur durch Flashen machen. Das dauert über 4 Stunden und das kann nur im Service Center gemacht werden. Jetzt stellt euch vor, tausende betroffene Autos müssen dahin und diese Zeit, die das dauert, das wäre einfach nicht akzeptabel. Bis der letzte Nutzer auch Monate später das Downgrade bekommen hätte, da wäre das Problem wahrscheinlich schon längst behoben. Ja, das waren jetzt ein paar Insider-Infos von einem Tesla-Mitarbeiter, aber natürlich komplett inoffiziell. Aber immerhin ein Hoffnungsschimmer für die vielen Betroffenen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr Probleme mit eurem China Model 3 Standard Range Plus habt. Oder erst recht, wenn ihr sie nicht mehr habt. Und wenn euch das Video dann gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.